Und damit ein herzliches Willkommen zurück zum nächsten oder zum ersten Spieltag der UDT Season 2. Und zwar ist unser erster Gegner Logi mit seinem Team Elevolt Link. Wer das Teambuilding-Video nicht gesehen hat, der kann auch gerne in die Videobeschreibung reingucken. Da ist es auf jeden Fall verlinkt. Und ich würde dann mal sagen, kommen wir mal zum Matchup selbst. Auf unserer Seite sehen wir, wie im Teambuilding-Video schon angekündigt, Psyana, Taubos, Bronzong, Voltolos, T, Kyurem Black und unser Flogges. Und auf der gegnerischen Seite steht sein Alolas Nobilicat, womit ich nicht gerechnet hatte. Sein Stalobor, Diancie, Zaplarang, Hippodown und sein Zytomega. Dass er Diancie wirklich mitnimmt, ist ein bisschen blöd, ein bisschen bitter, weil ich habe eigentlich eher Milotic gesehen. Aber okay, ist es halt ein bisschen blöd für uns, weil wir halt nicht wirklich viel dagegen haben, weil Kyurem jetzt nicht dagegen aufgebaut ist. Dadurch ist jetzt auch der Z-Move, der Elektro-Z-Move, total useless eigentlich. In dem Fall wäre dann hier dann doch Iron Head mir lieber gewesen. Ich weiß nicht, warum er Milotic wirklich nicht mitgenommen hat. Vielleicht. Es tut mir leid. Vielleicht lag es auch daran, weil ich halt einfach zu viele Elektropräsenz habe mit Voltolos T und Kyurem Black. Das könnte auf jeden Fall schon ganz gut möglich sein. Aber okay. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, denn dieses Match, wie ihr seht, ist nicht gerade das längste. Es ist ein schneller Schlagabtausch von 11 Minuten. Der ging eigentlich im Normalfall eigentlich länger, so die Live-Version, die war so um die 40 Minuten oder wäre um die 40 Minuten garantiert gewesen, aber ist okay. Ich würde sagen, wir fangen an, gehen ins Match und auf meiner Seite leade ich mit Psyana, weil ich halt seine Podon erwartet habe und auf der gegnerischen Seite haben wir Alolas Nobilicat. Alolas Nobilicat ist leider definitiv schneller als unser Sora. Und da ich das Psyana definitiv noch brauche, wollte ich hier kein Risiko eingehen. Gehe direkt auf Flogges, denn Flogges kann das Ding ebenfalls one-hitten und halt die Angriffe auch gut abfangen. So, er zeigt uns hier aber erst einmal den Ränkeschmied. Ich war echt kurz davor, auf den Deathling Gleam zu drücken. Dann wäre nämlich hier dieses Match eigentlich schon weitestgehend in unserer Hand, denn Alolas Nobilicat wäre weg und ich könnte einfach Psychokinese die ganze Zeit drücken. Quasi. Wären da nicht noch Zytomega und Stalobor. Er geht jetzt hier mit der Abgangstriade in sein Diancie und zeigt mir damit auch gleichzeitig, dass er erst einmal speziell defensiv aufgestellt ist und die Überreste hat. Weil der Mublas hat halt wirklich gar nichts gemacht. Und hier wechseln wir raus, gehen auf Judge, denn er kann meinem Judge ebenfalls nicht viel anhaben, weil ich das Toxin erwartet hatte. Er kommt ja mal mit den Tarnsteinen, die in Ordnung sind. Ich weiß nicht. Ich hätte hier vielleicht in Psyana gehen sollen. Mit Psyana hätten wir hier vielleicht ein bisschen mehr machen können. Aber ja, ist egal im Endeffekt. Er geht auf sein Hippo und wir missen leider das Toxin, was ein bisschen blöd ist. Denn so einfach toxisches Hippo ist immer schon geil, ne? Hier bin ich jetzt einfach nochmal auf Toxin gegangen für den Fall der Fälle, falls er irgendwas anderes vorhat. Wäre ich mal vielleicht lieber auf Psywave gegangen, dann hätten wir vielleicht Stalobor sogar schon gut chippen können, denn wir gehen jetzt auf die Psywave und sehen, ja, der erste Schaden macht halt gar nichts, ne? Der ist halt echt Minimum. Und er überrascht uns hier nicht nur mit dem SD, sondern auch mit der Dunkelklaue, die er tatsächlich doch mit dabei hat, mit dem Life Orb. Macht es auch sehr, sehr guten Schaden, reicht aber nicht, um uns zu töten. Und die zweite Psy-Wave macht dementsprechend guten Schaden, sehr guten Schaden sogar. Und wir können jetzt hier erstmal ein bisschen protecten, weil der Sandsturm bei mir jetzt eigentlich hier auslaufen würde. Dadurch, dass wir aber ja bei Diancie schon die Leftovers gesehen haben, können wir davon ausgehen, dass Hippodown hier mittels hier diesen Sandstein da agiert und Bronzong
geht leider erst einmal unter und wir müssen jetzt noch ganze 3 Runden irgendwie überbrücken, um diesen blöden Sandsturm loszuwerden. Und unsere Pokémon alle, ja, die halten ein Staudebohr nicht wirklich gut aus. Das heißt, ich muss jetzt hier Pokémon abwerfen. Und zwar habe ich mich hier in dem Fall für Megatauros entschieden, weil Megatauros macht in diesem Spiel sehr wahrscheinlich bis zu 100% rein gar nichts. Gehe jetzt in Voltolos, weil Voltolos dies einzige, ja, Aktion wäre hier gegen Milotic wirklich gewesen. Und ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass wir den Iron Head trotzdem noch überleben. Tun wir leider nicht. Und deswegen ist auch Voltolos T leider tot. Und damit stehen wir schon mal mit 3 Pokémon gegen 6. Und das ist schon mal gar nicht mal so schön. Dadurch, dass wir jetzt hier immer noch die Tarnsteine draußen haben und dein Staudebohr immer noch auf +2 plus Life Orb ist, kann ich hier nur in Kyurem reingehen, den Tarnstein-Damage erst einmal fressen und quasi mit einem Eisstrahl Staudebohr rausnehmen, weil wir halt eben schneller sind und er nicht rauswechselt, was ich ganz gut finde. Er hätte nämlich nochmal einmal ganz kräftig damit reinschlagen können im Sandsturm. Und hier sehen wir erst einmal, dass er die Assault Vest trägt und wie vermutet die Lichtkanone trägt. Die Lichtkanone macht auch guten Schaden. Unsere Erdkräfte reichen leider nicht aus, um diesen blöden Aal da zu töten. Deswegen wir hier in Rageo reingehen und erst einmal, ja, doch ein bisschen was tanken müssen durch die Lichtkanone. Aber wir sind komplett speziell defensiv. Das tanken wir eigentlich ganz solide. Können jetzt hier im Folge dessen auf Auflockern gehen, erst einmal, damit wir die Rocks wegbekommen. Was ich ziemlich wichtig fand. Hier geht er jetzt auf seinen Voltwechsel, macht ein bisschen Chip und ging in sein Reuniclus, soweit ich weiß. Ja, doch, genau, das war's. Und jetzt ist halt ein gewisses Matchup da. Er wird jetzt definitiv erst einmal die erste Runde auf Gedankengut gehen. Ich mache meinen Wunschtraum. Und jetzt ist so dieses 50-50-Ding. Entweder greift er jetzt schon an, weil es jetzt halt schon ein Two-Hit wäre. Oder er ist greedy und macht noch einmal den Gedankengut. Und ich habe gehofft, dass er greedy ist. Geh auf meinen Kyurem, damit er den Wunschtraum kriegt. Und jetzt werden wir gleich herausfinden, was er ist. Er ist greedy. Er setzt nochmal Gedankengut ein und damit kommen wir auf über 50% wieder, weil wir durch den Wunschtraum HP regeneraten. Und das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Leider haben wir jetzt hier natürlich den falschen Z-Kristall auf Kyurem drauf. Mit dem Dragoonium Z hätten wir die Kumpelblase schon rausgenommen. Wir haben aber leider nur den Electrium Z, damit wir halt ein Milotic mit einer gewissen Roll halt töten können. Und ja, die macht halt gegen Reuniclus zwar guten Schaden, wird aber nicht ausreichen für den Kill. Es sei denn, wir kritten ihn und das tun wir nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Er kommt hier aber stattdessen mit einem Psyshock an und kann erst einmal unser Kyurem Black rausnehmen, was in Ordnung ist. Es ist zwar jetzt ein bisschen blöd, weil wir halt wirklich nichts mehr gegen Diancie haben, aber selbst so war Kyurem jetzt nicht wirklich stark genug für Diancie. Ja, und können jetzt hier mit unserem Espeon erst einmal die Kumpelblase Revenge killen. Und ja, wir haben auf jeden Fall jetzt einen ziemlichen Rückstand. Hier kam ein kleiner 50-50. Hier war es entweder so die Frage, na, will er jetzt mal ein Pokémon rausnehmen oder will er halt doch sich aufsetzen. Er hat sich fürs Aufsetzen entschieden. Ich musste hier safe bleiben, weil Psyana meine einzige Möglichkeit jetzt hier noch war, überhaupt noch was zu machen. Und hier hatten wir jetzt wieder so eine 50-50 Chance. Entweder Wish, aber das habe ich jetzt halt nicht so gesehen. Ne? Deswegen gehe ich lieber auf den Moonblast. Und das war der richtige Play, denn er geht jetzt hier nämlich auf den Z-Angriff. Und damit war eigentlich der Moonblast der richtige Play, den wir machen können. Falls wir das jetzt hier überleben, aber wir sehen es halt so, er ist halt auf +2, ne? Wir überleben es aber trotzdem. Oh mein Gott, Florges, du bist ein Biest. Und aktiviert auch noch ihre 50% Beere und kann mit dem Moonblast erst einmal die blöde Perserkatze rausnehmen. Bam!
So, jetzt sieht das Matchup doch schon mal einigermaßen besser aus. Wir konnten das 5-0 quasi umgehen in ein momentanes 3-0, was schon mal ganz schön ist. Hier können wir jetzt mit dem Wish erst einmal uns wieder versuchen gegenzuheilen. Hier war es natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass wir kein Protect haben, sondern Aromatherapie drauf spielen, damit wir halt nicht getoxic werden. Im Endeffekt war es halt total unnötig, denn er spielt überhaupt kein Toxin. Und wir können halt mit dem Moonblast ihn halt einigermaßen gut auch mal anchippen. Und tanken sogar noch die zweite Lichtkanone, was für uns sehr, sehr schön ist. Und der Wish kommt noch einmal durch. Und wir können jetzt hier mit einer gewissen Roll dieses Sablarang töten. Moonblast kommt, tötet aber nicht und gibt auch keinen Drop. Und damit kann uns halt das Sablarang doch noch mal ein bisschen anchippen, was für uns ein bisschen blöd ist. So, hier können wir jetzt aber mit der Mondgewalt seinen Sablarang rausnehmen, unseren zweiten Kill auf Flogges safen und ja, er geht jetzt auf sein Hippo. Dadurch, dass ich halt wusste, ich weiß, ne, das Erdbeben von einem Hippo wird Psyana tanken können. Deswegen gehe ich jetzt hier auf Psyana, denn wir sind Good Choice Specs. Wir brauchen die Psychokinese im Grunde, um an Dianzi vorbeizukommen. So, Dianzi kassiert aber halt im Sandsturm nicht wirklich die 49%, die wir mit dem Choice Specs machen. Das heißt, wir haben eigentlich in dem Fall keine Chance mehr, können aber hier nochmal seinen Happy Hippo rausnehmen und können somit das Ergebnis von einem 5-0 auf ein 1-0 reduzieren, denn das ist jetzt auch kein großes Geheimnis mehr, dass wir hier kein Land mehr sehen, denn Strauchler können wir jetzt nur noch machen. Es macht rein gar nichts, selbst wenn wir hier rausgewechselt wären auf Florgas. Florgas hätte das vielleicht nochmal einmal getankt, aber durch die Tarnsteine hätte es halt das eben nicht mehr getankt. Und dann wäre auch noch der Sandsturm mit dazu gekommen, das hätten wir dann erst recht nicht mehr getankt. Und ja, also wir haben das Ding definitiv verloren. Schade aber auch, den ersten Kampf zu verlieren ist nie so schön. Ah ne, warte mal, wir haben gar keine Tarnsteine draußen, stimmt ja. Hier konnte ich halt wirklich nur noch auf den Wish gehen. Aber der Moonblast hätte mir auch nichts mehr gebracht. Hätte ich jetzt hier den Moonblast Drop bekommen, hätte es auch nicht wirklich viel geändert, denke ich mal. Denn es ist immer noch der Sandsturm, der draußen ist. Wir hätten es, glaube ich, hier nicht groß stallen können. Deswegen an der Stelle erstmal mal ein fettes GG an Logi. Es war auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr spannendes Match. Wir haben beide auf jeden Fall Schweißperlen auf den Stirn gehabt, auf der Stirn gehabt. Und ja, also dass ich da nochmal zurückgefunden habe, das war. Ja, doch, es war schon schön. Es war schon toll. Und auch sehr unerwartet. Und dadurch konnten wir halt noch einmal ein schönes Match generieren, wo wir halt. Hätten wir halt. Ah, ihr wisst, was ich meine. So. Das Problem war halt einfach mit Kyurem, dass wir da halt. Ja, ein bisschen blöd predicted haben, dass wir halt kein Iron Head hatten. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich hier soweit zufrieden. Statt 5-0 zu verlieren, haben wir nur 1-0 verloren. Das geht eigentlich noch dafür, dass es ein Sandsturm-Team war und wir einen Stalobor auf plus 2 mit einem Life Orb hatten als Gegner. Wir hatten da wirklich nicht mehr viel gegen zu setzen und ich finde, wir haben das eigentlich ganz gut umspielen können. Gut, ich bin aber jetzt erst einmal raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Like da. Kommentiert auch gerne den ganzen Kram. Und wir sehen uns dann im nächsten Kampf wieder, wenn es gegen Oxran geht. Unseren guten Liga-Chef. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine wunderschöne Restwoche. Das nächste Spiel könnte eventuell ein bisschen anders aussehen, ein anderes Layout. Denn wir haben jetzt Citra, meine Freunde. Wir haben jetzt Citra und das ist hier der zum Abschluss der erste Kampf. Da war Citra jetzt noch nicht fertig. Und ich musste das auf einem anderen DS spielen. Weswegen ich halt nur diesen Code hier hatte und nicht auf den anderen zugreifen konnte. Weswegen ich die Citra-Version noch nicht habe. Aber die Citra-Version wird kommen. Und zwar im nächsten Match.
Und darauf könnt ihr auf jeden Fall schon mal euch freuen. Ich bin weg. Macht's gut. Bis dahin und bye bye.